bin wirklich überrascht. Also ich wusste gar nicht, dass es so viele Studenten in Würzburg gibt. Das ist krass. Ja. Aber hier vorne hat jemand gesagt, das liegt nur daran, weil jetzt nachher kostenlos Glühwein ausgeteilt wird. Und so, ne? Ja, ich habe gehört, man muss hier teilnehmen, um später kostenlos Glühwein zu kriegen, ist klar. Also ich würde sagen, wir bringen es schnell hinter uns, oder? Ja. Gut, ein sinnlicher Weihnachtsvortrag. Habe ich gedacht, ja, was mache ich denn da? Ne? Ja, was erwartet euch jetzt? Also zum einen erwartet euch ein wissenschaftlicher Vortrag. Ne? Wir werden mathematisch beweisen, dass Forschen Spaß machen muss. So. Allerdings nicht nur ein wissenschaftlicher Vortrag hier, sondern auch so eine Art Predigt. Ne? Ist ja Weihnachten, das heißt, hat auch ein bisschen was mit ja, Besinnung oder Besinnlichkeit zu tun. Ja, ich werde ein paar Dinge erzählen über Todsünden und ja, lasst euch mal überraschen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch Weihnachten. Ne? Das heißt, weihnachtliche Stimmung wird auch in dem Vortrag immer wieder rauskommen. Und damit man nicht, mit dem Ton ist ein bisschen schlecht, glaube ich, oder? Ah, okay, alles klar. Ja, damit man nicht vergisst, dass es jetzt ein Weihnachtsvortrag ist, habe ich euch hier links unten in der Ecke auch so einen kleinen Weihnachtspinguin hingesetzt. Ja? Da vergisst man immer, dass man dran denkt, es ist jetzt Weihnachten. Okay, aber irgendwann übersieht man das da unten links in der Ecke, ne? Dann denkt man nicht mehr so richtig dran. Deswegen habe ich mir gedacht, muss ich das ein bisschen deutlicher machen, dass es hier ein Weihnachtsvortrag ist. Und habe ja so eine Weihnachtsmütze mitgebracht. Ich meine, bei so einem Vortrag muss man fast schon eine Weihnachtsmütze aufsetzen, weil es geht gar nicht anders. So. Ich hoffe, es sieht schön blöd aus. Aber ich finde, so ein bisschen Gruftitum muss trotzdem sein, deswegen auch die Sonnenbrille. So. Okay. Na, jetzt sehe ich euch aber nicht mehr so richtig. Nee, jetzt nehme ich mal. Ich glaube, die Mütze reicht. Okay, so. Also wir wollen mathematische Beweise führen zur Frage, Forschen muss Spaß machen. Und die Frage ist, was ist als Hilfsmittel erlaubt? Das ist klar. Alle möglichen mathematischen Grundwerke sind erlaubt. Ne? Hier Elemente von Euklid, so alles das, was in der Mathematik bereits als bewiesen bekannt ist, das dürfen wir einsetzen. Ne? Und die Bibel natürlich, die werden wir auch immer wieder ranziehen. Ist eine besondere Form jetzt hier in der Weihnachtsvorlesung, dürfen wir auch all die Axiome und Sätze nehmen, die bereits in der Bibel bewiesen wurden. So. Zu beweisen ist klar, hier Forschen muss Spaß machen, oder Forschen macht Spaß, ne? Satz 1. So. Jetzt in der Mathematik so, wenn man irgendwas beweisen will, ja, dann muss man erstmal die Grundbegriffe klären. Ja, also die Begriffe, die hier stehen, die sind ja vielleicht noch gar nicht so richtig definiert. Ne? Was ist eigentlich Forschen und was ist eigentlich Spaß? So, jetzt habe ich also die Mathematikwerke durchforstet, Euklid, Adam Ries und so weiter, alles durchgeguckt. Keiner definiert Spaß. Ja. Ich weiß nicht, ob sich die Frage in der Mathematik noch nie gestellt hat, was Spaß eigentlich ist und dass man das eigentlich mal formal fassen müsste, hat keiner gemacht. Also habe ich in die Bibel geguckt. Ja? Und da gibt es so tolle Online-Tools, so, da kann man irgendwie so einen Begriff eingeben, bitte gib mir alle Seiten in der Bibel an oder alle Stellen, in der das Wort Spaß vorkommt. Da ist auch nicht so richtig viel bei rausgekommen. Es gab so ein paar Stellen, da kam Spaß vor tatsächlich. Je nachdem, welche Übersetzung man wählt, kann man verschiedene Übersetzungen wählen. Habe ich irgendeine genommen, ist auch völlig egal. Da stand drin, dem Unverständigen macht Dummheit Spaß. Wer Einsicht hat, geht den geraden Weg. Ja? Ich habe das mal versucht, in Mathematik zu übersetzen. Also der erste Teil wäre, für alle x-Element Menschen heißt unverständig x. Wenn das der Fall ist, dann gilt aus Dummheit x folgt Spaß x. Ja? Allerdings wird da Spaß auch vorausgesetzt bereits als Begriff. Ja. Und der zweite Teil würde in etwa so aussehen, also für alle Menschen gilt, wenn einsichtig x, dann existieren zwei Punkte, Element r², sodass der Weg von x gerade die Strecke zwischen AB ist. Ja? Aber das war auch so ziemlich die einzige Stelle, wo Spaß vorkommt. Ja, und deswegen habe ich nochmal weitergestöbert. Ja, also wir kommen mit unseren Hilfsmitteln nicht aus. Ne? Was nehmen wir denn, wenn wir jetzt damit nicht, wenn es damit nicht reicht? Ne? Wo könnte man nachgucken, was Spaß ist? Wo? Wikipedia, genau. Ne? Also nehmen wir Wikipedia noch dazu. Ja? Gucken wir noch bei Wikipedia, was da unter Spaß steht. Da habe ich mal die Seite hier rausgenommen und ich hebe mal den entsprechenden Teil vor. Heute wird mit etwas macht Spaß eine Tätigkeit beschrieben, die gerne gemacht wird, die Freude bereitet. Das ist also schon ein ganz entscheidender Hinweis, ja? Den Rückgriff auf den Begriff Freude. Also Definition Spaß würde bedeuten, sei T eine Tätigkeit, T macht Spaß, genau dann, wenn T bereitet, Freude.
womit wir jetzt allerdings so das Problem verschoben haben. Ja, also wir beweisen jetzt Satz 1, Spaß bereitet Freude, okay, ja, und mit Definition 1 von Spaß, Tee macht Spaß, genau, wenn Tee bereitet Freude, wenn wir zeigen können, dass Forschen bereitet Freude, dann würde auch daraus folgen, Korollar 1, Forschen macht Spaß. Ja? So. Allerdings haben wir jetzt das Problem, okay, Forschen bereitet Freude, was ist das eigentlich? Also Forschen und Freude. Ne? Jetzt habe ich auch mal Freude gesucht, auch die Mathematiker sagen auch nichts über Freude, ne? Aber in der Bibel, da kommt Freude sehr häufig vor. Also ganz häufig, wirklich im Vergleich zu Spaß, also enorm. Ne? 13 Seiten Suchergebnis. Ja? Und ja, da habe ich auch mal so ein paar Sachen herausgeholt. Beispielsweise hier, mein Sohn, wenn du klug und einsichtig wirst, ist das eine herzliche Freude für mich. Ja? Auch mal in die Mathematik übersetzt. Für alle X aus Menschen bedeutet, mein Sohn X und klug X und einsichtig X, ja, daraus folgt herzlich in Klammern Freude. Außerdem hatten wir gelernt, dass aus einsichtig X auch folgt, X geht den geraden Weg. Aber auch das hilft uns jetzt an der Stelle nicht so richtig weiter, ja? Oder hier zum Beispiel, es gibt keine größere Freude für mich, ja, als zu hören, dass meine Kinder der Wahrheit gemäß leben. Also, für alle X aus Menschen gilt, wahrheitsgemäß leben X, daraus folgt für alle F aus Freuden gilt, F muss kleiner gleicher sein als die Freude durch X. Aber auch hier keine Definition von Freude, ja? Gucken wir auch mal in Wikipedia, was bedeutet Freude, ja, sind wir mittlerweile routiniert. Da steht jetzt sowas hier, bla 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 bla, Freude ist ein Frohgefühl. So, also Definition 2, Freude ist gleich Frohgefühl. Und jetzt sind wir fertig, ne? Ist klar. Weil wir wissen ja, es gibt so ein paar undefinierte Grundbegriffe in der Mathematik, die man am Anfang setzen muss. Und Euklid hat 3 genannt, ne? Punkt, Gerade und Frohgefühl. Richtig. Deswegen können wir das einfach sozusagen als undefinierten Grundbegriff voraussetzen und können weitermachen mit der Frage, was ist Forschen? Auch da in der Wikipedia, unter Forschung versteht man im Gegensatz zum zufälligen Entdecken die systematische Suche nach neuen Erkenntnissen sowie deren Dokumentation und Veröffentlichung. Also Suche nach neuen Erkenntnissen, Dokumentation und Veröffentlichung. Da kriegen wir logischerweise raus, dass also Forschung ein Dreituppel sein muss, nämlich SDV, gell? Systematische Suche nach neuen Erkenntnissen, Dokumentation und Veröffentlichung. Jetzt vielleicht noch zur Frage, was ist eigentlich Wissenschaft? Ne? Wir hatten ja gerade überlegt, Forschung wird immer wieder in einen Topf geworfen mit der Wissenschaft. Gucken wir uns mal genau an, wie steht das Ganze im Verhältnis zur Wissenschaft? Da gibt es einen ganz berühmten Satz, nämlich den Satz von Humboldt. Ja? Der Satz von Humboldt besagt, Wissenschaft ist gleich Forschung vereinigt mit Lehre. Ja? Also Forschung und Lehre kombiniert. So. Jetzt gibt es noch den Satz 3, den Satz von der Gewerkschaft. Die Gewerkschaften sagen ja immer, es soll keine Lehrprofessuren geben, also keine Professoren, die nur Lehre machen und nicht forschen. Ja? Also keine Lehre ohne Forschung würde etwa so aussehen, Lehre ohne Forschung ist die leere Menge. Und daraus kann man schließen, Lehre ist Forschung. Ja? Lehre ist eine Teilmenge von Forschung. Das bedeutet, wir könnten jetzt hier noch ergänzen, wir haben ein Viertuppel bei Forschung, Definition 4, machen wir mal, tun wir die Lehre mit dazu. So, also unser Ziel muss jetzt sein, zu beweisen, SDVL bereitet Freude. Ja, dieses Viertuppel. So, jetzt können wir uns noch darauf einigen, ob alles 4 Freude machen muss oder nur 1 von den 4 oder mindestens 2 oder so. Das schauen wir im Laufe des Vortrags. So, jetzt Beweise in der Bibel. Jetzt guckt man also, jetzt haben wir die Definition und was zu zeigen ist. Jetzt schauen wir mal, ob in der Bibel irgendwo was steht darüber, dass Forschen Spaß machen muss. Ja? Und da sucht man ein bisschen länger und da habe ich jetzt Folgendes gefunden. Aufgepasst. Hier bei Prediger 1,13 steht, und richtete mein Herz zu suchen und zu forschen weislich alles, was man unter dem Himmel tut. Solche unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich darin müssen quälen. Oder hier, wenn es um die Lehre geht, ja, auch Prediger, denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämens und wer viel lernt, der muss viel leiden. Ja, okay, jetzt kann man sagen, gut, ist doch altes Testament, oder? Gucken wir mal ins Neue Testament. Und da wird es schon spannender. Also da steht tatsächlich was drin jetzt über Freude vor allem auch. Ja? So, bei Paulus gefunden. Das ist ein bisschen längerer Text, den müssen wir uns aber im Detail mal anschauen. Deswegen Blätterchen teilweise auf, ganz wichtig jetzt. Ja? Darum sage ich, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Sonst kommt, was sind Werke des Fleisches? Ja?
Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? So, da gibt es aber auch noch die Frucht des Geistes als Gegenteil. Ja? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe und jetzt kommt's, Freude. Ja? Und da wollten wir darauf hinaus, macht Freude, Friede, Langmut und so weiter. So, wenn man es mal wieder ein bisschen formaler fasst, sieht man, erster Satz von Paulus, Werke des Fleisches geschnitten mit Früchte des Geistes ist die leere Menge. Ja? Es gibt nichts, das ist bei beiden drin. Außerdem, zweiter Satz von Paulus, Freude ist Element Früchte des Geistes. Und dritter Satz von Paulus, die Sünden sind sozusagen gleichzusetzen mit Werke des Fleisches. So, und wenn wir es bislang noch schon nicht geschafft haben zu zeigen, dass irgendwie Forschung Freude machen muss, dann können wir jetzt vielleicht mal was anderes versuchen zu zeigen. In erster Linie mal versuchen zu zeigen, dass Wissenschaft nichts zu tun hat mit Werken des Fleisches, ja, sondern irgendwie nur so mit Früchten des Geistes. Sehr klar. Deswegen zeigen wir jetzt die Behauptung von der Sündenfreiheit. Es existiert kein S-Element Sünden mit S-Element Wissenschaft. Ja? Oder gleichbedeutend, Wissenschaft ist eine Teilmenge von Früchte des Geistes. So, damit fangen wir jetzt mal an. Vielleicht nochmal mit Venn-Diagramm dargestellt, falls es jemand jetzt nicht ganz formal verstanden hat, damit man sich anschaulich mal erklären kann. Ne? Also es gibt die Werke des Fleisches hier auf der linken Seite, Unzucht, Unsittlichkeit, Eifersucht, Missgunst, Neid, Jähzorn etc. pp. Ja? Die Menge ist natürlich unendlich groß, wissen wir, ja, und da können wir nicht alle Beispiele reinschreiben. So. Und hier rechts Früchte des Geistes, Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen, Freundlichkeiten, Güte, etc. So, und uns geht es ja im Wesentlichen um die Freude, ja? Okay, so. Jetzt ist klar, wir gucken uns mal die Werke des Fleisches an und schauen, ob die Sünden in der Wissenschaft vorkommen. Ne? Also ob die Wissenschaft vielleicht sündenfrei ist. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt in Richtung Erfolg. Ne? Okay, achso, ja, ist klar, hier nochmal Schnittmenge ist leer. Ne? Hier gibt es keine Schnittmenge. So, gucken wir uns mal die 7 Todsünden an. Ja, das sind die richtig heftigen Sünden. Ne? Da gibt es den Geiz, Hochmut, Völlerei, Faulheit, Feigheit, Wollust, Neid, Eifersucht, Missgunst, Zorn, Rachsucht und so weiter. Ja, zu zeigen ist jetzt, es gibt keine Sünden, die in der Wissenschaft drin sind. Ne? Sie können sich ja schon mal überlegen, ob Ihnen persönlich die ein oder andere Sünde in der Wissenschaft schon mal begegnet ist. Ja, wir gucken es uns im Einzelnen an. Ne? Betretenes Lachen hier. Okay, wir werden nicht alle dran nehmen, ne? Wir machen es exemplarisch. Okay, gucken wir uns vielleicht hier mal Avaritia an, Geiz und Habgier. Ne? Also wir müssen schauen, kommt Geiz und Habgier in der Wissenschaft vor? Ja, vielleicht so eine kleine Story, was war mal, hast du vorhin gesagt, ne? Dass da immer so Storys auch was war mal drin vorkommt. Als ich angefangen habe zu promovieren, da habe ich immer noch so gedacht, die Wissenschaft, das ist so eine Community, ne, die ihre Gedanken teilt, die gemeinsam versucht, nach vorne zu kommen und so. Und dann habe ich da angefangen zu forschen, so vor mich hin zu forschen. Und dann gab es auch Kolloquien und alles. Und da habe ich auch mit Menschen gesprochen, was ich auf den Kolloquien so vorstellen will. Und dann kamen die Bedenken, oh ja, aber das würde ich da nicht erzählen. Ne? Weil hinterher kommt jemand und klaut dir die Idee. Also lieber noch für dich behalten, solange das nicht veröffentlicht ist. Ne? Also unveröffentlichte Ideen besser zurückhalten. Habe ich eigentlich nie so richtig verstanden. Ne? Auch auf einer Tagung ist das mal passiert. Ja? Da gab es eine E-Learning-Tagung, da hat einer vorne vorgestellt ein E-Learning-System und war ein super Vortrag gewesen, also fand den Vortrag richtig gut. Ja? Und dann hat er auch so den Link verteilt zu dem E-Learning-System, dass die Leute das mal ausprobieren können. Und dann habe ich anschließend mitgekriegt, wie der Doktorvater den Doktoranden zur Sau gemacht hat. Ja? Wie das denn sein kann, dass er das System zur Verfügung stellt, das ist doch alles noch unveröffentlicht. Ja? Und wenn dann jemand kommt und sich da was abschaut, dann, ja, dann hätte man ein Problem. Ja? So. Sowas kommt tatsächlich in der Wissenschaft vor. Ne? Das Zurückhalten von Ideen aus Angst, dadurch einen persönlichen Karrierenachteil zu erleiden. Und das kommt gar nicht so selten vor. Ne? Oh, jetzt ist es gar nicht mehr so lustig hier. Ne? Ja, ich verrate Ihnen, das ist tatsächlich auch ein relativ ernster Vortrag hier jetzt. Ja? Also es wird nicht nur gelacht. Okay, also letztlich sind wir jetzt eigentlich schon fertig. Ne? Haben eine Sünde gefunden,
kommt vor, fertig. Wir hatten ja eigentlich, wollten zeigen, die existieren nicht und es existieren die Gegenbeispiele gefunden, fertig. Okay, aber wir bleiben trotzdem noch ein bisschen mit Sünden beschäftigt, macht schon ein bisschen Spaß. Ne? Gucken wir mal genauer hin, was da noch so vorkommt. Datengeheimnis habe ich es mal bezeichnet. Versuchen Sie mal, also Sie lesen so einen Artikel, ne, über Experiment, über eine Studie und da werden die Resultate präsentiert und dann sind Sie da näher dran interessiert, dann versuchen Sie mal, melden Sie die Person mal an, die den Artikel geschrieben hat und versuchen Sie mal, die Daten zu bekommen. Ja, ganz freundlich anfragen, oh, interessanter Artikel gewesen und so, könnte ich mal die Daten kriegen? Habe ich mal probiert, mehrfach probiert, dann kommen dann so Antworten wie, oh, Entschuldigung, die Daten habe ich nicht mehr. Oder, ja, ich habe zwar die Daten, aber die sind ja vollkommen unaufbereitet, also damit können Sie überhaupt nichts anfangen. Ja? Also da scheint auch so eine gewisse Angst oder Scheu zu sein, dass jemand anders die Daten nimmt und vielleicht auch bestimmte Fehler drin entdeckt oder so, einen Analysefehler oder die mal anders analysiert und zu anderen Schlüssen kommt oder so. Ne? Auch sowas wird gerne zurückgehalten. So, und heutzutage ist es eigentlich schon relativ komisch, dass sowas vorkommt. Ne? Dieses Zurückhalten von Informationen und Daten, insbesondere angesichts der großen Bewegungen heutzutage, dass man eigentlich alles miteinander teilt. Ne? Hier Web 2.0 beispielsweise, da wird alles geteilt und geshared und so weiter. Fotos, Bilder, Ideen, Gedanken und so weiter wird alles geteilt. Und man freut sich mit allen, alles Mögliche teilen zu können. Und vielleicht auch mit Sharism, ja, also to share, alles teilen. Oder je mehr man gibt, umso mehr wird einem gegeben. Das ist so eine Grundhaltung. Ja. Und die kommt in der Wissenschaft relativ selten vor oder manchmal, oder nur manchmal habe ich einen Eindruck. Ja. So, was kann man beispielsweise machen, um diesen Gedanken des Sharisms in der Wissenschaft ein bisschen nach vorne zu bringen? Was wir beispielsweise machen, ist unsere Forschungsideen online stellen. Also es ist noch keine Arbeiten, es ist noch kein Resultat und so weiter, es ist einfach nur die Ideen. Ja. Werden hier hingeschrieben und dann kann jeder, der Lust hat, kann sich so eine Idee nehmen und umsetzen. Ja. Jetzt kommt da gleich der Pinguin hier unten in der Ecke und denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber dann könnte mir ja jemand meine Ideen klauen. Ja? Meine Standardantwort auf dieses Bedenken ist grundsätzlich, naja, wenn jemand Angst hat, dass ihm Ideen geklaut werden, dann hat er vermutlich nicht genug davon. Ja? So, dass er die irgendwie schützen muss oder so. In der Regel hat man doch 1000 Ideen. Den ganzen Tag über hat man verrückte Ideen. Ja? Man kommt überhaupt nicht dazu, die alle umzusetzen. Also was macht man? Man schreibt sie online in der Hoffnung, dass jemand anders diese Ideen findet und sagt, oh Mensch, coole Idee. Und außerdem kann man da dazu schreiben hier, wenn du Lust hast, dann melde dich doch bei uns und mach mit uns zusammen, setz die Idee um oder so. Oder sag uns, dass du sie umsetzt. Und die Idee in der Wissenschaft ist doch, dass jemand anders so eine Idee nimmt, umsetzt und dann kann man auf dessen Ergebnisse aufbauen und weitermachen. Ja? Also man kann doch gemeinsam als Community schneller vorankommen, wenn man die Ideen stärker teilt und mehr miteinander teilt und nicht zurückhält. Also als Wissenschaftscommunity würde ich erwarten, dass das Teilen im Vordergrund steht, um weiterzukommen. Eine andere Idee, was man machen kann, ist hier Weblog. Ja? Ich habe so einen persönlichen Weblog, Zischbarnagel, Dunkelmunkel und Friends. Da schreibe ich meine Ideen einfach rein, die ich habe und so einen kleinen Absätzen. Ja, wenn man so bestimmte Gedanken hat, dann denkt man so, ach Mensch, darüber könnte ich mal bloggen, schreibe es rein und kriege Feedback von anderen. Ne? Hier rechts sieht man, 27 Kommentare kamen hier zu dem Beitrag. Das ist ein Beitrag über Hörsaalspiele. Wir probieren gerade Hörsaalspiele aus. Ja? Das ist eine sehr spannende Sache. Das sind so die ersten Ideen, die werden einfach online gestellt. Also beispielsweise so ein Spiel, Sie haben eine Vorlesung, ja? Und Grundschullehramtsvorlesung, also meine Studierenden sind alle Lehramtsstudierende, Grundschullehramtsvorstellungen, sie wollen, dass die Leute Kopf rechnen. Ne? Macht aber keiner. Sie sagen, rechnen Sie im Kopf, Sie müssen Kopf rechnen können. Wenn Sie als Lehrer rumlaufen und bei einem Kind sehen, oh, das stimmt nicht, dann wäre es peinlich, wenn Sie einen Taschenrechner rausnehmen, kontrollieren, ob der richtig gerechnet hat. Ja? Also Sie müssen im Kopf schnell überschlagen können und rechnen können, ob das stimmt oder nicht. So. Macht aber keiner. Also was machen wir? Hörsaalspiele. Ja? Immer so in 10 Studenten in einer Reihe, immer eine Reihe frei und alle setzen sich an den Rand beispielsweise. Dann sage ich irgendeine Kopfrechenaufgabe und nur die, die am Rand sitzen, die dürfen das Ergebnis rufen. Der das Ergebnis richtig ruft, steht auf, rennt rum, die ganze Reihe rutscht eins weiter und dann setzt sich ans andere Ende. Ja? Wenn die Reihe einmal durchrotiert ist, hat die Reihe gewonnen. Das ist die kopfrechenstärkste Reihe. Und damit die anderen nicht auch nichts zu tun haben, müssen die, wenn die die Lösung wissen, die per stille Post an den Rand weitersagen. Da haben sie richtig Action im Hörsaal, es macht richtig Spaß und so. Und den Studenten wird auch klar, okay, ich muss Kopfrechnen üben.
So, und das schreiben wir hier rein, da kriegen wir dann Feedback. Ne? Und jetzt kann jemand kommen, die Idee nehmen und irgendwo veröffentlichen. Ja, meine Güte. Außerdem, dadurch die Tatsache, dass ich es hier geblockt habe, also wenn man darauf anlegt, wirklich der Erste zu sein, der darüber geschrieben hat, ja, dann hat man ja durch den Weblog-Artikel hier stehen, wann ich das veröffentlicht habe. Wenn also jemand diese Idee nimmt und woanders veröffentlicht und nach wissenschaftlichen Prinzipien arbeitet, dann muss der mich zitieren. Egal, ob das eine Weblog-Quelle oder sonst irgendwas ist. Ja? Alle Quellen in der Wissenschaft müssen angegeben werden, die man verwendet hat. Insofern auch diese. So. Also dürfte man ja eigentlich müsste die Strategie lauten, so früh wie möglich, damit ins Web. Wenn man denn darauf anlegt, dass Ideen mit dem eigenen Namen verbunden werden. Ne? So. Ja, da kommen immer Bedenken, ich könnte ja fehlerhaftes Bloggen. Ja, klar. Also wenn man schnell Ideen raushaut, dann kann doch Quatsch drunter sein. Aber der Quatsch wird in der Regel relativ schnell gefunden von den Kommentatoren und dann kommentiert Quatsch. Ja, was habe ich oft im Blog stehen, was für ein Quatsch. So. Gut, aber das ist doch toll. Also ich meine, dann hat man eine Idee und man kriegt relativ schnell Feedback, das ist Quatsch und dann braucht man da gar nicht weiterdenken. Ja, dann kann man wieder andere Ideen verfolgen und so. Und insbesondere im Lehramt sagen wir unseren Studenten noch immer, wir brauchen andere Lernkultur und Fehlerkultur. Ja, gerade in der Schule und so, da muss man Fehler als Lernchance begreifen. Und wer, wenn nicht die Wissenschaftler, könnten der ganzen Welt demonstrieren, wie man konstruktiv mit eigenen Fehlern umgeht. Ja, das schreibt man eben, ja richtig, oh, du hast recht, vollkommener Quatsch. Natürlich sollte man irgendwie Argumente finden. Ne? Lass uns diese Idee nicht mehr weiterverfolgen. Okay, dahinter steckt Open Science, öffentliche Wissenschaft, hast du schon angesprochen. Ne? Hier sind zwei Wissenschaftler im Elfenbeinturm. Ne? Elfenbeinturm, so. Die reden in der Regel nur miteinander so. Ne? Und das, was sie miteinander austauschen, versteht auch der Rest der Welt nicht. Öffentliche Wissenschaft bedeutet, dass man versucht, die Ideen und Gedanken, die man hat, mit der Welt zu teilen. Und zwar idealerweise bietet sich dafür heute das Web an. Ne? So, und da kommen auch Ideen von außen in den Elfenbeinturm rein und von aus dem Elfenbeinturm raus in die Welt. Und man muss versuchen, die Ideen allgemeinverständlich zu formulieren. Und letztlich profitieren alle davon, wenn man versucht, seine Gedanken mit anderen zu teilen. Ja, kleine Beweisaufgabe für zu Hause. Satz 8, Satz zum Teilen. Teilen bereitet Freude. Ja? Wir wollen ja immer noch mathematisch beweisen, Forschen macht Spaß. Und das wäre so eine kleine Aufgabe, die können Sie zu Hause mal lösen. So, nächste Todsünde. Hochmut, Eitelkeit. Ja, die findet man in der Wissenschaft auch relativ oft. Ja? Ja, wenn man anfängt, so als kleiner Student und so, dann schaut man auf die Professoren hoch, mit Respekt und so. Das ist ja Wahnsinn, also tolle Leistung und so, alles, also Wahnsinnskarriere gemacht und so. Und ja, dann begibt man sich auf einen langen Weg, steinigen Weg, Masterarbeit, dann beginnt man vielleicht mit der Promotion. Relativ harter Weg, auch unter Arbeit unter hohem Druck und so weiter. Ne? Und der Druck wird natürlich auch von oben einem gegeben. So. Also als Professor kann man dann auch andere Aufgaben verteilen an seine Doktoranden und so. Und ja, irgendwann wird man selbst Professor und dann passiert oft Folgendes. Man gibt genau den Druck nach unten weiter, den man früher selbst erfahren hat. Ne? Das passiert und man fühlt sich natürlich ganz toll hier so als an der Spitze der Wissenschaft. Ja. Hier zum Beispiel Professorin, guckt in den Monitor rein hier. Ja. Publikationsliste, ja. Scrollt die runter. Oh, ist die lang hier. Im Hintergrund hier die Doktoranden. Ne. Oft ist das, was hier steht, eine Publikationsliste gar nicht selbst geschrieben, sondern das haben die da hinten gemacht. Ja. Aber hier freut man sich drüber. Ne. Sowas kommt vor. Also dieser Karriereweg oder diese Hierarchie, die da entsteht, die ist natürlich nicht immer ja, so richtig toll. Da entsteht Distanz. Ich habe mal Folgendes erlebt. Es war ganz witzig gewesen. In Heidelberg war ich neu gewesen. Da war auch eine neue Kollegin da. Und ich war in meinem Hörsaal drüben. Und vor der Vorlesung wollte ich mit meiner Kollegin sprechen, dass wir nächste Woche den Hörsaal tauschen, weil wir mussten irgendwie tauschen, egal warum. Ne? Also ich bin rübergegangen von meiner Vorlesung zu meiner Kollegin, habe gesagt, wollt ihr also sprechen? Ich habe da mit Studenten gesprochen und ich wollte fragen, ja, können wir nächste Woche unseren Hörsaal tauschen? Da hat sie sich relativ ruppig zu mir rumgedreht und hat gemeint, ich habe jetzt keine Zeit. Okay, dann bin ich wieder gegangen, ja? Bin nach meiner Vorlesung wieder hin und habe gesagt, ja, ich mache die Vorlesung da drüben und so weiter. Und, oh, Entschuldigung, ich wusste ja gar nicht, dass Sie Professor sind. Ja, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich Sie vorher nicht so rüde behandelt. Ja, Entschuldigung. Das hat sie in dem Moment wahrscheinlich nett gemeint, mir gegenüber. Aber wenn man tiefer drüber nachdenkt, wenn ich kein Professor gewesen wäre, dann hätte sie eben genau so mit Studenten agiert. Ja, und das ist eigentlich traurig. Ja, oder hier, typisches Phänomen unter Professoren ist
das Kollege-Phänomen. Ne? Da hat mich Jean-Paul Martin mal drauf gebracht. Das ist ein Freund von mir, der auch im Web viel unterwegs ist. Er hat gesagt, ja, achte mal da drauf. Ne? Wenn du irgendwie so im Kreis sitzt, da sitzen Professoren und Nicht-Professoren. Und da kommt eine Person rein. Ne? Wenn einer der Sitzenden sagt, ah, das ist übrigens Kollege Müller, dann ist Herr Müller Professor. Ne? Ansonsten ist er nicht Kollege. Also es ist so eine sehr feine Unterscheidung. Ich kriege öfter mal Mails, sehr geehrter Kollege Spannagel, da spürt man sozusagen, oh. Ja, genau. Und dann Elfenbeinturm und Relevanzfrage. Das Problem ist, wenn man im Elfenbeinturm sitzt, ja, dann, also nebenbei bemerkt, das ist natürlich jetzt alles überspitzen, das ist eine Weihnachtsvorlesung. Es gibt, ich überspitze jetzt ein paar Tendenzen. Ja. Ganz viele meiner Kollegen, ja, sind natürlich anders, aber die Tendenzen gibt es natürlich schon und die, also ähnliche Erfahrungen macht jeder. Und die überspitze ich jetzt an der Stelle mal ein bisschen. Auch diese hier, dass man, wenn man sozusagen länger im akademischen Betrieb tätig ist, dass man sich dann mit Fragen befasst, die akademischer Natur sind, aber nicht so richtig Alltagsrelevanz haben oder so. Ne? Also man erfindet akademische Probleme, die man mit akademischen Methoden löst, hat akademische Lösungen, aber wer will was damit anfangen? Okay, es gibt auch Grundlagenforschung, will ich gar nicht bestreiten, aber gerade in den Bildungswissenschaften und so weiter, also gerade in meinem Bereich, trifft man häufig auf Forschungsansätze oder Forschungsideen, wo man sich fragt, also wer kam denn auf die Idee? Ja. Und wo kam denn die Idee her? Und oft werden die eben hinterm Schreibtisch entwickelt und nicht in der Praxis. Ein Beispiel hier bei mir beispielsweise, ich habe ja mal so ein System gebaut. Mit der Diplomarbeit, Doktorarbeit habe ich damit gemacht, habe da 4 oder 5 Jahre lang dran entwickelt. Clever PRL hieß das, war ein tolles Ding hier. Da konnte man Folgendes machen, da konnte man Benutzeraktionen auf Software aufzeichnen, so Mausklicks, Tastatureingaben und die wieder abspielen. So als Video. Aber es war kein Video, sondern es wurde sozusagen einfach tatsächlich 1:1 wiedergegeben. Also die Maus hat tatsächlich geklickt und die Tasten wurden tatsächlich geschlagen. So dass man Folgendes machen konnte. Die Idee war, als Lehrer kann man Folgendes machen. Man kann so eine kleine Aufzeichnung machen, erklären, wie man ein Programm bedient und irgendwann stoppen. Der Schüler spielt das ab. Es wird tatsächlich in seinem Programm getippt und geklickt und so weiter. Und irgendwann sagt der Lehrer so, ab dieser Stelle kannst du weitermachen. Und dann kann der Schüler einfach sein Programm benutzen. Ne? Wenn man nur ein Video hat, dann muss man alle Schritte nochmal wiederholen und dann kann man anschließend weitermachen. Mit dem Tool konnte man direkt weitermachen. So, tolle Idee. 4 Jahre dran entwickelt, tolle Features eingebaut und so weiter. 18 Veröffentlichungen dazu gemacht. Nie wirklich eingesetzt. Ja, weil irgendwie hat es keiner richtig benutzt oder keiner richtig gebraucht. Ja. Was wichtig ist, ist meiner Ansicht nach eher mit an Praxisproblemen orientieren. Also auch in der Forschung, nicht ausschließlich, ja, Grundlagenforschung ist wichtig, aber vielleicht tendenziell mehr an Praxisproblemen orientieren. Beispielsweise in Schulen gehen. Was habe ich gemacht? Ich gehe beispielsweise, habe ich auch bei Jean-Paul Martin abgeschaut, der Französischdidaktiker war und jahrelang immer in Schulen gegangen ist. Ich bin hier, habe in dieser Schule hier in der Freien Schule Lernzeiträume Medienprojekte durchgeführt und habe festgestellt, dass wenn man in der Schule selbst einfach agiert, also selbst agiert, dass man dann auf Probleme stößt, die man auch mit wissenschaftlichen Methoden lösen kann oder lösen sollte und dass dort das Feld so problemhaltig und so reichhaltig ist, dass man sich überhaupt keine eigenen Probleme ausdenken muss. Ja? Es gibt genug Probleme in der Welt, die man lösen kann. Also deswegen Satz 9 hier, das Kreuzprodukt aus Theorie und Praxis bereitet Freude. Auch das können Sie sich zu Hause mal selbst beweisen. So. Übrigens auch hier Open Science. Die Praktiker hier draußen im Web, ja, die sind prädestiniert dafür, die Relevanzfrage zu stellen. Die stellen die Frage, oh, ist das wirklich relevant hier, was du da machst? Insofern ist der Austausch mit Praktikern ganz wichtig. So, ein Forschungsansatz, der dem entspricht, ist Aktionsforschung oder Entwicklungsforschung. Ne? Man hat ein Problem in der Praxis und das will man lösen. Was macht man? Man plant erstmal eine Handlung oder eine Problemlösung. Man handelt dann, anschließend bewertet man, reflektiert man. In der Regel hat man das Problem nicht gelöst, sondern muss dann nochmal neu planen und geht in so einen Zyklus rein. Ja? Und die Frage ist, was ist daran wissenschaftlich? Wissenschaftlich ist, dass man hier beim Planen und beim Reflektieren Theorie ranzieht, Literatur ranzieht, Daten ranzieht, erstmal befragt, Umfragen durchführt, Interviews führt, versucht Daten zu bekommen, die das Problem beschreiben, Theorien zu bekommen, die das Problem lösen können, versuchen das umzusetzen und dann anschließend das, was rausgekommen ist, wieder anhand der Theorie zu bewerten und dann wieder in den Zyklus einzutreten und schrittweise zu optimieren. So. Und das mache ich jetzt in einigen Jahren und das ist wirklich, macht Spaß. Ja? Und
Insofern Satz 10, Problem lösen bereitet Freude. Und mit Satz 8, Theorie-Praxis-Verschränkung folgt direkt, Aktionsforschung bereitet Freude. Auch das könnten Sie mal beweisen. Sie merken, ich verlage alle möglichen Beweise auch nach Hause oder vielleicht auch nachher beim Glühwein trinken. Vielleicht kommen Sie auf den einen oder anderen guten Gedanken. So, okay, wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel abgearbeitet. Aktionsforschung, würde ich sagen, da steckt hier drin. Eine systematische Suche nach neuen Erkenntnissen, Dokumentation, Veröffentlichung im Web, Austausch mit anderen. Was wir bislang noch nicht in den Blick genommen hatten, war die Lehre. Und die gucken wir uns jetzt mal näher an. Als ich angefangen habe, Lehre zu machen, war es so, ich habe einfach Vorlesungen gehalten und Referatsseminare, ne? Weil man das so gewöhnt war. Also selbst in der Didaktik oder so, Erziehungswissenschaft, bildungswissenschaftlichen Bereich, macht man irgendwie seine Vorlesung so wie immer, weil man es halt so macht. Also der Schritt, selbst nochmal zu gehen und zu gucken, wie gehe ich eigentlich didaktisch in meine eigene Lehrveranstaltung vor, ist nochmal ein anderer Schritt. Insofern unkritisch übernommene Lehrkonzepte, ja, dass man einfach Vorlesungen so führt, weil man Vorlesungen schon immer so gemacht hat und weil es ja auch gar nicht anders geht mit so vielen Leuten, was will ich da was anderes machen außer Vorlesungen, da kann man aber schon mal ran. Das ist ein Problem im Alltag, unter Umständen, dass bei Vorlesungen bestimmte Probleme auftreten, ich werde gleich ein paar nennen, und die Idee, da mit Aktionsforschung mal ranzugehen und versuchen, alternative Konzepte zu entwickeln. So, die Vorlesung, ja, gehen wir da mal ran. Hier Modul 1, Einführung in die Mathematik, absolute Basics, ne? Einführung in die Logik, hier und oder Implikation und so. Ja, was für Probleme können so in einer Vorlesung auftreten? Also Sie machen eine Mathematikvorlesung, stehen vorne an der Tafel, Studenten sitzen da und schreiben mit. Ja? Ein Problem in der Vorlesung ist das Tempo. Sie haben 200 Leute in der Vorlesung sitzen, alle mit unterschiedlicher Lerngeschwindigkeit, unterschiedlicher Aufmerksamkeitsspanne, unterschiedlicher Motivation. Die einen sind eher morgens aktiv, die meisten eher abends aktiv. Ja. Wenn ich morgens um 8.15 Uhr Vorlesungen mache, dann schlafen einige noch, während andere hellwach sind und abends ist es andersrum. Ich habe eine extremst heterogene Gruppe, aber nur einen Speed, in dem vorne vorgetragen wird. Ja, da kommt es oft dazu hier, Studenten schreiben mit, ja, und irgendwann kommen sie an eine Stelle, wo sie nicht mehr weiter wissen, Fragezeichen. Sie bräuchten eigentlich 10 Minuten mal kurz Pause, um das zu durchdenken, um dann weiterzumachen. Aber diese Pause kriegen sie nicht. Es geht gnadenlos weiter da vorne. Das heißt, die einzige Chance, die man hat, ist mitschreiben und unverstanden mitschreiben und zu Hause nochmal versuchen nachzuvollziehen, was da passiert ist. So. Aber hinten in der Bank langweilen sie schon die Ersten. Das ist ein Problem der Vorlesung. Anderes Problem, kein Feedback. Ja? Ich als Dozent, ich mache 90 Minuten Beweis, Satz der elementaren Zahlentheorie, am Ende fertig, QED, ich gehe raus und sage, oh Mensch, super heute, klappt. Ne? 90 Minuten Beweis an die Tafel geschrieben, aber was eigentlich angekommen ist, das kriege ich nicht mit. Ne? Wird immer behauptet, ich sehe das an den Augen. Ich sehe es nicht an den Augen. Ne? Manche Augen sind auch zu. Kann ich gar nichts sehen. Also, ich sehe es nicht. Ja? Und manche fragen vielleicht nach, da kann man den Eindruck haben, okay, es wurde was verstanden, zwei, drei haben nachgefragt, ne? Aber vielleicht hat der Rest überhaupt nichts verstanden. Selbst die zwei, drei, die nachgefragt hatten, die hatten noch Fragen gehabt. So. Also, was ist angekommen? Keine Ahnung. Dann Langeweile für mich als Dozent. Ja? Jedes Semester, Einführung in die Logik. Das ist jetzt nicht gerade das Themengebiet, wo es abgeht in der Mathematik. Ne? Wo jedes Jahr irgendwas Neues kommt. Das ist eigentlich, ja, am Anfang geht man noch didaktisch ran, sagt man, oh Mensch, mit didaktischen Anspruch will ich das irgendwie toll machen und so. Dann hat man es mal 4, 5 Semester gemacht und irgendwann schon wieder und oder und so. Ne? So. Allerdings haben Vorlesungen natürlich auch ihren Vorteil, insbesondere Vorträge, ja? Beispielsweise Expertenwissen. Ich als Dozent habe 90 Minuten Zeit, Ihnen mein Expertenwissen mitzuteilen. Ja? Kompakt. Das kann kein Buch und so weiter, kein Buch ist so geeignet, wie ich mir das so vorstelle, sondern ich habe ganz viel gelesen, ich kenne mich aus und so weiter und kann es mit meiner eigenen Wertung rüberbringen. Das ist natürlich was wert. Ja? Insofern hat Vorlesung auch einen Vorteil. Oder hier, Demonstrationen, gerade in der Mathematik wichtig. Ja? Wenn Sie ein Buch nehmen, da steht drin Beweis. In der Vorlesung haben Sie aber folgenden Vorteil. Sie pinnen natürlich nicht den Beweis an die Tafel, ja? Sondern Sie führen Beweisen vor, was ein Unterschied ist. Der Beweis in dem Buch ist lediglich das Ergebnis des Beweisprozesses.
Ja? Kennen Sie, Sie lesen so einen Beweis, dann steht dann sei Epsilon gleich die halbe und Sie überlegen sich, wie kommt der da drauf an der Stelle? Ja? Und dann kommen immer so die Antworten, ja, das war Eingebung an dieser Stelle oder Intuition an dieser Stelle, aber es ist natürlich alles gelogen. Ja? Kein Mensch hat diesen Beweis so aufgeschrieben, hat an dieser Stelle die Intuition, sondern das ist ein heuristischer Prozess, wo man Versuche macht, man läuft in Sackgassen, Fehler rein, man entwickelt Ideen, man arbeitet wirr durch die Gegend, irgendwann kriegt man die Idee und dann schreibt man den Beweis nochmal sauber auf und das steht im Buch. So. Aber dieser Prozess vorher, den kann man nicht im Buch gescheit abbilden, den kann man schön demonstrieren, als Dozent vorne an der Tafel. Ne? Ich schreibe hin, zu zeigen und dann überlege ich mir, wie könnte ich denn anfangen und demonstriere das mal laut, ja, und sage, ah, hier, fang mal so an, oh nee, Fehler, geht nicht, wisch wieder weg und so. Ne? All das kann man an der Tafel machen. So, meine erste Idee war, folgendes Problem anzugehen, nämlich das der Geschwindigkeit, ne? Dass Sie in der Vorlesung, dass meine Studenten nicht mitkommen. So. Was habe ich gemacht? Michael Giedi, ein Kollege in Heidelberg, hat es schon mal vorgemacht. Der hat einfach seine Vorlesungen aufgezeichnet und auf YouTube gestellt. Das habe ich auch gemacht. Ich habe gedacht, oh, das ist doch easy eigentlich, mache einfach meine Vorlesung an der Kreidetafel hier, ne? Alte Medien. Und habe hier an der Tafel gestanden, aufgezeichnet, ein studentischer Mitarbeiter in der Mitte vom Raum mit einer Videokamera, Funkmikro hat aufgezeichnet, nachmittags alles geschnitten und auf YouTube hochgeladen. Keine große Postproduktion, nicht geschnitten, gar nichts gemacht, einfach schneiden, hochladen, fertig. Völlig unaufwendig. Für mich null Zusatzaufwand und ein studentischer Mitarbeiter hat Geld verdient dadurch, dass es gemacht hat. Ja? So. Es sind noch ein paar Räusperer drin, ein paar Fehler und so, ganz egal. Es ging nur darum, dass man nachmittags das nachvollziehen konnte. Und ich zeige jetzt mal ein Beispiel, vielleicht kennen Sie auch schon das ein oder andere Beispiel, aber ich habe ja auch noch mal ein Beispiel mitgebracht. Zeige ich mal kurz. Nehmen wir mal das da. So, passen Sie mal auf. Beschäftigen wir uns mal weiter mit diesen komischen, unendlichen, aber periodischen Kettenbrüchen. Ne? Nehmen wir mal den hier. 3, Semikolon und dann Periode 6. So, okay, ist klar, wie es läuft. Ne? Dem Studenten gesagt, ja, ein bisschen schwenken, nicht zu viel und so, einfach, dass die Tafel im Blick ist. Und ja, das haben wir ein Semester lang gemacht. Und am Ende vom Semester habe ich mir überlegt, okay, jetzt steht ja meine ganze Vorlesung auf YouTube, ne? Jetzt brauche ich sie ja eigentlich nicht mehr halten. Nie wieder Einführung in die Logik, ist ja auch Quatsch, ja? Warum soll ich das jedes Semester immer wieder erzählen? Ist doch Blödsinn. Also war die Idee geboren, ich mache Folgendes, ich lasse meine Studenten die Videos anschauen, bevor sie in die Vorlesung kommen. Also bitte schauen Sie Video XYZ an, dann kommen Sie in die Vorlesung, dann reden wir drüber. Und die Idee, da habe ich drüber gebloggt auch, also wieder bloggen als Grundprinzip, einfach mal veröffentlichen. Und dann kamen schon die ersten Antworten und hier beispielsweise von Matthias Heil, Lehrer übrigens, ja, der hat geschrieben, das was du da machst, heißt Flipped Classroom. Das wusste ich gar nicht, ja, ich wusste gar nicht, dass jemand anders schon diese Idee hatte, doof. Also habe ich geguckt und tatsächlich reicher Fundus an Ideen und das Grundprinzip ist klar, Traditional Classroom, alle kommen zusammen, um sich hinzusetzen, die Klappe zu halten und Vorlesungen zu hören. Und dann gehen sie allein nach Hause und haben das Problem, die Aufgaben nicht lösen zu können oder so. Flipped Classroom ist andersrum. Input alleine, ne? Professor kann man selbstständig starten, stoppen, Professor zurückspulen, Professor Pause drücken, aufs Klo gehen, wiederkommen, weitermachen. Ich sage meinen Studenten noch immer, machen Sie doch Arithmetikpartys abends. Oder laden Sie 2, 3 Leute ein, Beamer, ja, Pizza, Bier und so richtig Arithmetik schauen. Wird aber nicht gemacht, wird eher einzeln gemacht. Ne? Und dann kommen wir in der Vorlesung zusammen und besprechen Probleme. So, jetzt immer die Frage, wie kann man das hier machen in der Vorlesung? Da gibt es mehrere Methoden. Eine davon ist hier aktives Plenum. Ist eine Möglichkeit, 2 Studenten kommen nach vorne, müssen aber nicht vorrechnen, sondern moderieren einen Prozess, einen Diskussionsprozess. Hier hinten ist der Dozent hier, ne? Mit Schlips, das bin ich da. So. Und die hier vorne, die rufen auf und der Saal löst einen Beweis. Das ist eine Möglichkeit. Ne? Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Das Entscheidende ist aber, da geht man echte Unsicherheiten ein als Dozent. Ne? So eine Vorlesung halten ist einfach. 90 Minuten, pff, irgendwann aus dem FF. Aber eine Diskussion von Studenten hier vorne, die lösen hier was. Ne? Da passieren Fehler und so weiter, da passieren kreative Lösungen und so. Da muss man wirklich sich auch auf unerwartete Dinge einlassen. So. Also, ein Fazit für mich ist auch ganz wichtig im Leben, Unsicherheiten eingehen. Einfach mal experimentieren.
Ja? Ich war am Anfang total unmutig gewesen. Ne? Immer brav alles gemacht und so, was man so dachte, was man tun muss. Und dann habe ich mal angefangen, andere Dinge zu machen. Anders anzuziehen zum Beispiel. Ja? Habe gedacht, irgendwann muss doch mal jemand kommen und mir eins auf den Deckel geben und sagen, so geht's aber nicht. Ist nie jemand gekommen. Und dann können Sie weitermachen und immer weitermachen. Und auf einmal merken Sie, Sie erkämpfen sich so eine Art Narrenfreiheit. Ja? Toll. Ja. Insbesondere auch hier, ne? Hier so eine Vortragsankündigung, sowas in der Art hier. Ne? Weiß man nicht so genau, als ich den Vortrag gesagt habe, machen wir so ein Thema, keine Ahnung, beweisen, dass Forschen Spaß macht. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich da machen werde. Ja? Ich habe erst vor 3 Tagen überlegt. Aber das erzeugt auch so ein bisschen Druck, ne? Und dann wird man kreativ und das macht Spaß. Also hier, Satz 12, Satz vom Flow. Unsicherheit in Sicherheit verwandeln bereitet Freude. Man fühlt sich unsicher und auf einmal merkt man, gewinnt man Sicherheit in dem Feld, in dem man sich vorher unsicher gefühlt hat. Und das macht Spaß und dann wagt man sich immer mehr, immer mehr, immer mehr und auf einmal wird man immer sicherer in Gebieten, in denen man eigentlich unsicher war und fühlt sich toll. So. Ja, vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis von Jean-Paul Mateur wieder hier. Also viele Ideen, die ich Ihnen erzähle, sind gar nicht von mir, ne, sind von ihm. Wenn man jetzt Dinge ausprobiert im Feld, ne, da geht ja immer was schief und es ist so anstrengend, dass was schief geht. Da habe ich immer die Spermatozoin-Metapher im Kopf. Ne? Was ist die Spermatozoin-Metapher? Sie müssen sich vorstellen, Sie starten einfach ganz viele Projekte. Sie starten ganz viele Projekte, ja, aber nur eins kommt an. Aber das wirkt und das bewirkt was Wunderbares. Ja? Die anderen sind wichtig, weil dann machen sie Erfahrungen, was nicht funktioniert. Auch das Scheitern sozusagen ist wichtig. Ne? So, letzte Todsünde ist, glaube ich, Invidia, Neid, Missgunst. Das kriegt man häufig auf Tagungen mit, ne? Wenn irgendjemand hält einen Vortrag, Doktorand hält einen Vortrag, ist natürlich noch Anfänger und unsicher und so weiter und stellt über Inhalte was vor. Und der erste Kommentar, der meist kommt, ist hier von jemandem hinten irgendwie so, ja, aber die statistischen Methoden, die Sie da angewendet haben, die kann man da eigentlich gar nicht anwenden oder haben Sie eine Begründung, warum Sie die da anwenden konnten? Da wird häufig auf Methoden rumgeritten, ne? Obwohl die Inhalte eigentlich das sind, was spannend ist. Und ja gut, methodisch muss natürlich auch sauber sein, ne? Aber oft gehen die Diskussionen an den Inhalten vorbei. Und oft hat man den Eindruck, derjenige, der da so eine Kritik einbringt, der will gar nicht echt kritisieren, sondern der will einfach nur zeigen, ich weiß auch was. Ne? Ja, oder hier Neid, Missgunst, auch Literaturverzeichnis checken, ne? Wenn man irgendwie so einen Text rauskriegt, sag jetzt mal, Flipped Classroom, kommt ein neuer Text raus. Ne? Als Wissenschaftler, der im Flipped Classroom tätig ist, guckt man sofort hin ins Literaturverzeichnis, guckt, hat er mich zitiert? Ja? Oder hat mich gar nicht zitiert? Sauerei, warum hat er mich nicht zitiert? Ja? Warum hat er den Kollegen zitiert? Ja? Und dann kommt natürlich hier Missgunst auf. Ne? Also die Frage ist, wer ist eigentlich der Größte in meinem Gebiet? Auch das ist so eine Frage, die sich Wissenschaftler immer wieder stellen. Und da wird man auch in der Bibel fündig. Ja, da habe ich hier eine Stelle gefunden. Zur selben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist der Größte im Himmelreich? Genau, wer ist der Größte? Ne? Und da hat Jesus eine tolle Antwort drauf, nämlich, Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Sie da oben haben das schon ernst genommen, ne? Ja, genau. Sehr gut. Genau. Ja, was man sich bei Kindern abschauen kann, insbesondere für den Forschungsprozess, ja, ist echte Fragen mit Relevanz. So ein Kind stellt keine akademischen Fragen, sondern das will dieses Problem lösen. Ja. Ich will laufen lernen, ja. Ich will von da nach da kommen. Neugier, richtige Neugier, was steckt dahinter? Experimentierfreude, Mut und Sorglosigkeit. Ja. Keine Angst vor Fehlern. Das lernt man nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Jugendlichen. Da, wenn Sie mal geguckt haben, so ein Skater, der lernt, so ein Geländer runterzufahren, wie oft der hinfliegt, ja, der steht immer wieder auf und probiert es weiter, solange bis er es kann. Ne, Spermatozoin-Metapher. auch das Kind, ne? Immer, wie oft es hinfällt, bis es und aufsteht, hinfällt, 1000 Mal, bis es laufen kann. Ne? Das kann man sich abschauen. Frustrationstoleranz und verrückte Ideen natürlich. Ja, verrückte Ideen. Das habe ich auch gelernt in der Hochschule. Ja. Hier haben wir beispielsweise eine Bildungsexpedition gemacht. Da sind wir mal auf die Idee gekommen, auch Mensch, wir müssten doch mal hier durch Deutschland durchfahren und Schulen filmen und tollen Unterricht filmen.
wenn so eine Idee geboren ist, dann muss man es natürlich machen. Wir sind 10 Tage durch Deutschland gefahren, haben Unterricht gefilmt und haben das Ganze per Internet begleitet. Man konnte live über Twitter Fragen stellen in die Schule, haben die Lehrer geantwortet und dann sind die Antworten live nach draußen gestreamt worden und so. Ne? Also immer schön mit der Außenwelt verbunden, Open Science in dem Zusammenhang. Ja, und die letzte verrückte Idee, die wir hatten, war ein MOOC zu machen, ein Massive Open Online Course zum mathematisch Denken. Und zwar habe ich ja gerade gesagt, wir machen Flipped Classroom, also Studenten schauen sich Videos vorher und die Idee war, die Videos, die online stehen, die schauen sich auch andere an. Und dann könnte man ja mal so einen Online-Kurs machen. Und da haben wir jede Menge Spaß dabei. Ja, und da will ich Ihnen mal ein paar Beispiele zeigen, die zeigen, wie viel Spaß wir dabei haben. Und zwar, wenn Sie einen Online-Kurs machen, dann nehmen natürlich alle möglichen Menschen dran teil, also nicht nur Studenten oder so, sondern Leute, die irgendwie an Mathematik interessiert sind oder sehen wollen, ob sie an Mathematik interessiert sind. Das heißt, sie müssen auch so ein paar Entertainment-Elemente mit einbringen. Mathematik steckt voller Mysterien und Geheimnisse, kann aufregend und manchmal sogar gefährlich sein, lebensgefährlich. Wie hier für unseren Helden, den griechischen Mathematiker Pythagoras. Atemlos flieht er vor seinen Verfolgern, um seine bahnbrechenden Erkenntnisse vor ihnen zu verstecken und für die Nachwelt zu bewahren. Die bange Frage lautet, wird seine Mission erfolgreich sein? Siegt die Wahrheit über das Verbrechen? Jahre später macht sich der britische Forscher und Entdecker, der dunkle Lord Sir Christian Spanangel, auf die Suche nach dem Vermächtnis des Pythagoras, dem legendären einen Satz. Dazu überquert er Ozeane, durchstreift Wüsten und Urwälder, bis er schließlich eines Tages, immer korrekt gekleidet und kurz vor dem 5-Uhr-Tee, einen alten Tempel entdeckt. Er ahnt schon, hier muss es sein. Und tatsächlich, nach Jahren der intensiven Suche und Entbehrung, welch eine Entdeckung. Der Satz des P. Aber kann er den Satz auch beweisen? Okay, ist klar, bei diesem Video lernt man natürlich noch nichts, ne? Das ist einfach so ein bisschen Entertainment. Aber auch bei den Videos, bei denen man was lernen kann, haben wir jede Menge Spaß. Ich hoffe, das wird auch deutlich. Ich mache hier nochmal ein Beispiel zur vollständigen Induktion. Erklären wir da auch. Ja, jetzt wollen wir euch mal erklären, wie das Beweisverfahren der vollständigen Induktion funktioniert. Ne? Also wir... Jana, komm doch mal bitte. Ja, nee. Jetzt komm doch mal, wir müssen vollständige Induktion erklären. Aber ich will nicht. Bitte. Was kriege ich denn dafür? Ein Gummibärchen. Langweilig. Zwei Gummibärchen. Ja, genauso langweilig. Eine Schüssel Müsli. Was soll ich denn damit? Okay, okay, okay. Du kriegst einen ewigen Platz in der MOOC-Ruhmeshalle. Na gut. Na also, so, okay, ja, jetzt erklären wir mal das Beweisverfahren der vollständigen Induktion. Also unser Ziel ist, wir wollen eine Aussage zeigen für alle natürlichen Zahlen. Also Aussage, nennen wir sie mal A, die Aussage A soll gelten für diese natürliche Zahl hier, ne? Für welche noch? Für die. Für die. Für die. Für die. Für die. Für die auch und so weiter. Und für alle, ne? Ja, wir können es nicht für alle einzeln zeigen, das ist das Problem, weil das dauert... Und so weiter und so weiter. Sie können es ja mal anschauen und beim Buch einschreiben. Übrigens, wir haben die natürlichen Zahlen hier hinten auf der Wäscheleine aufgehängt, ja? Wissen Sie, überlegen Sie tagelang, welche Gags Sie hier bringen, ja? Und dann wird immer so ein verhaltenes Lachen und dann geht die Tür mal kurz auf. Jetzt kommt, wir haben die Mathematik hier auf der Wäscheleine aufgehängt, ne? In natürlichen Zahlen, was ein Beweis dafür ist, dass Mathe nicht trocken ist, ne? Oh. Okay, also wer Lust hat, kann sich auch mal anmelden, kostet nichts und reingucken, ne? So, kleine Beweisaufgabe für zu Hause, Verrücktheit bereitet Freude. Wir sind schon bei Satz 13, ja? Okay, was machen Kinder noch? Kinder spielen. Und das ist sozusagen der letzte Aspekt, den ich mal vorheben will.
Warum spielen kleine Kinder so gerne? Weil sie ihre Welt entdecken, begreifen und erfahren wollen. Dabei schaffen sie es dann irgendwie in und mit ihrem Kopf, das zu entwickeln, was wir als Fantasie bezeichnen, die Grundlage für wissenschaftliches und kreatives Arbeiten ist. Von Thorsten Daubenfeld hier ein ganz tolles Zitat. Also warum lernen Kinder, kleine Kinder, eigentlich so viel durch Spielen? Und wenn sie in die Schule kommen, dann ist das irgendwie vorbei. Und dann verlernt man durch Spielen zu lernen. Und später dann behauptet jeder, das ist alles kindlich oder infantil, wenn man irgendwie Spiele macht, in denen man was lernt. Wir haben uns überlegt, wir machen das was anderes hier bei einer Lehrveranstaltung. Zwei Vorlesungen spielen wir Creatures of the Night. Ja, da lassen wir die Vampire gegen die Werwölfe antreten. Ja, und die müssen Aufgaben lösen, Mathematikaufgaben, kriegt man Punkte, Levels, Badges und so weiter. Und kann man dann aufsteigen und so weiter. Ne? Funktioniert noch nicht besonders gut, aber wir arbeiten dran. So, außerdem hier meine Forschungsgruppe, haben wir gesagt, komm, machen wir keine Forschungsgruppe draus oder Arbeitsgruppe, das ist langweilig, wir nennen uns Gilde, ja, wir sind eine Gilde und dann muss man so Player-Namen erfinden, ne? Und dann muss man hier seine Klasse, seinen Charakter beschreiben, Talente und so weiter, Playgroup nennen wir uns, einfach so ein ganz bisschen spielerischen Charakter zu geben. So, kleine Beweisaufgabe für zu Hause als 14, Spielen bereitet Freude, okay. Und außerdem ein ganz wichtiger Punkt noch, bei Satz 15, kein Spiel ohne Regeln. Also für alle S-Element-Spiele gilt, es gibt Regeln, die eine Teilmenge davon sind. Ja? Das ist ganz wichtig, es geht natürlich jetzt nicht darum, nur Spaß zu haben in der Forschung oder zu spielen und so weiter. Es gibt natürlich auch gewisse Regeln. Und das lernt man dann, wenn man lernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Forschungsmethoden, Statistik, wissenschaftliches Schreiben, wie schreibe ich einen Artikel, wie lerne ich zu präsentieren und so weiter. Das Problem dabei ist, dass das alles in der Hochschule gelehrt wird, man nur dabei vergisst, kreativ zu sein. Ja, man lernt unglaublich viele Regeln, und man versucht unglaublich viele Regeln zu beachten. Und wenn ich meine Sprechstunde anbiete, dann kommen Studenten an und ich denke mir immer, die fragen mich was über Inhalte. Und dann kommt, wie groß muss denn der Zeilenabstand sein in dem Text? Und welche Schriftart darf ich verwenden? Darf ich Arial oder Times New Roman nehmen? Welche Schriftgröße muss es sein? Wie viele Seiten und so weiter und so weiter. Ja? Das sind die einzigen die Fragen, die es gibt. Und Kreativität wird durch zu viele Regeln nicht befördert, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja? Beispielsweise hier sieht man es beim Literaturverzeichnis, was da alles erzählt wird, was man beachten muss bei diesem Style, beim APA-Style. Beispiel, wenn Sie ein Buch zitieren wollen, ne? Dann schreiben Sie Ihr Nachname, Komma, Vorname, abgekürzt und Nachname, Komma, Vorname, Jahreszahl in Klammern, Punkt. Ich spreche jetzt wirklich mal so, was man da lernen muss, ja? Punkt. Dann kommt der Titel, Punkt, Titel kursiv, ja? Und dann Ort, Doppelpunkt, Verlag, Punkt. Das ist noch easy eigentlich, nur kann man sagen, okay, ausgelernt. Jetzt kommt Artikel im Herausgeberwerk, ja? Da kommt der Nachname, Komma, Vorname, kürzt in Klammern, ja, Punkt. Jetzt kommt der Titel des Textes, nicht kursiv, Punkt, in, jetzt kommen die Herausgeber, aufgepasst, jetzt kommt der Vorname nicht hinter dem Nachnamen, sondern vor dem Nachnamen, ja? Wird mir immer gefragt, warum? Tja, keine Ahnung, hat sich mir festgelegt. Dann kommt Komma, dann kommt der Titel des Buchs kursiv, dann in Klammern hier hinten dran Seite, S, Punkt, die Seitenzahlen und dann wieder Ort und Verlag. So, jetzt halten Sie sich fest. Jetzt kommt der Journalartikel. Da kommt wieder hier vorne ist alles gleich. Jetzt kommt der Titel, dann kommt das Journal mit der Jahreszahl auch noch kursiv, aber bitte die Nummer innerhalb des Jahres nicht kursiv, ja? Sondern das wird in Klammern hinten dran geschrieben, Komma, und jetzt die Seitenzahlen aufgepasst ohne S-Punkt. Ja? Verrückt, oder? Also Dinge muss man lernen und dann wird man zugeballert mit so Zeug und dann vergisst man daran, sich wirklich kreative Fragestellungen zu überlegen. Und da gibt es sozusagen noch einen mathematischen Zusammenhang, den ich zeigen möchte. Und zwar, je stärker der Fokus auf Methodik, umso weniger Kreativität. Ja, das ist ein antiproportionaler Zusammenhang, wie man hier sehr schön erkennen kann. Und insbesondere auch Innovation, Spaß, Inhalt und Relevanz sinkt, je mehr man sich nur mit Methoden befasst. Irgendwann wird man jemand, der extrem Wert auf Methoden legt, aber Dinge untersucht, die eigentlich völlig uninteressant sind. Ne? Hauptsache die Methodik stimmt. So, ist natürlich auch übertrieben. In dem Bereich hier ist super, also wenn man hier Methodik im Blick hat, aber auch die Inhalte. Okay, was ist jetzt noch offen? Das ist unglaublich, ich bin wirklich exakt fertig. Was ist noch offen? Also offen ist, oder wie, das ist widerlegt hier, ne? Der Satz von der Sündenfreiheit in der Wissenschaft, haben wir widerlegt. Was noch offen ist, ist Satz vom Teilen. Teilen macht Freude, Theorie kreuz Praxis macht Freude und so weiter und so weiter. Hier jede Menge Sätze, die noch zu beweisen sind. Und eigentlich wissen wir nicht so genau, ob wir da wirklich zum Ziel kommen, dass Forschung Spaß macht.
Also letztlich wollten wir beweisen, Forschung macht Spaß. Und ich habe jetzt die Lösung für Sie. Wir beweisen das gar nicht. Wir nehmen es als Axiom. Man kann so und so rangehen. Ja? Und ich würde Ihnen empfehlen, nehmen Sie sich das als persönliches Axiom. Und alles, was sich daraus ergibt an Sätzen und so weiter, beruht letztlich auf diesem Axiom. Ja, was hat das Ganze mit Weihnachten zu tun? Das bin ich Ihnen vielleicht noch schuldig. Habe ich auch hier gefunden, einen Satz, vielleicht noch ein wichtiges weiteres Axiom. Ich denke des Nachts an meinen Saitenspiel und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Psalm 77,7. Also Axiom 2, der Geist muss forschen. Ja? In Kombination mit Forschen muss Spaß machen, der Geist muss forschen, Forschen muss Spaß machen, und mit der Transitivität der Muss-Relation, ja, kommt hier raus, der Geist muss Spaß haben, ja, der Geist muss Spaß haben, und wir wissen ja aber auch, Spaß genau dann, wenn Freude, und Freude ist Frohgefühl, also der Geist muss Frohgefühl sein. Das führt letztlich zu Satz 24,12, Satz für Weihnachten, lasst uns froh und munter sein. Ja? Und ganz zum Abschluss noch ende ich mit einem Satz, zu dem ich jetzt nicht ich, sondern die Fachschaft Sie, glaube ich, herzlich einlädt, gemeinsam zu beweisen. Ja? Es existiert Glühwein im Foyer. Okay, herzlichen Dank.